So, die Steinpilzsoße hat jetzt hier reduziert. Das ist jetzt schon schön sämig. Ich gebe da etwas Butter in die Soße, damit ich die jetzt schön montieren kann. Jetzt wird es kurz laut. Jetzt ein schönes Schäumchen. Jetzt haben wir hier schon die Steinpilz, die Kalbsbrustascherl fertig. Geben wir noch etwas Steinpilzsoße drüber. Da haben wir jetzt gepatzt, das macht nichts. Und ich habe noch Steinpilze in Butter angeschwitzt. Herrliche Vorspeise, Mahlzeit.